Herzlich willkommen auf Klagemauer TV. Heute begrüße ich Sie aus dem Studio Osnabrück mit der Frage: Sind die Fernsehprogrammbeiräte eine Kontrollinstanz oder nur eine Scheininstanz? Der Programmbeirat der ARD hat die Berichterstattung des Senders zur Ukraine-Krise als einseitig und mangelhaft gerügt. Die Berichterstattung sei tendenziell gegen Russland und die russischen Positionen gerichtet. Dies konnte man beispielsweise in der Nürnberger Zeitung am 20.09.2014 lesen. Bravo ARD-Programmbeirat, denkt man. Weiter so. Auf den zweiten Blick erkennt der aufmerksame Leser jedoch, dass die Rüge des Programmbeirates am eigenen Sender erst aufgrund der massiven Kritik von zahlreichen Zuschauern an der Ukraine-Berichterstattung der ARD erfolgte. Zudem bekommt der ARD-Chefredakteur im gleichen Artikel viel Raum, um die Vorwürfe energisch zurückzuweisen. Kritische Leser fragen sich daher, welchen Wert die Kontrollinstanzen der Mainstream-Presse haben, da sie nur Kritik oder Empfehlungen aussprechen, nicht aber auf Änderungen bestehen können. Vergleichen Sie dazu auch die Berichte über gefälschte Fernsehbilder hier auf KlarTV, zum Beispiel über den angeblichen ukrainischen Helikopterabschuss. Im Anschluss blenden wir Ihnen den entsprechenden Link dazu ein. Danke, dass auch Sie weiterhin kritisch und wachsam bleiben. Wir zählen auf Sie. Guten Abend. Liebe Zuschauer, wir freuen uns, dass Sie sich auch heute wieder bei Klagemauer TV zugeschaltet haben. Durch die Berichterstattungen über die Ukraine-Russland-Krise befinden sich die Glaubwürdigkeit der Massenmedien im Sturzflug. Massenproteste von entrüsteten Bürgern erreichen die Redaktionen der Mainstream-Medien. Der Leitsatz von Klagemauer TV lautet Stimme und Gegenstimme. Wir bieten Ihnen Gegenstimme zu jeder einseitigen Berichterstattung. Was wir Ihnen jedoch heute präsentieren, geht weit darüber hinaus. Wir können heute anhand von Fakten belegen, dass die Berichterstattung nicht nur einseitig ist, sondern dass öffentlich-rechtliche Fernsehsender in mehreren Fällen sogar gefälschte Fernsehbilder ausgestrahlt haben. In unserem Medienkommentar vom 4. Juni, die ukrainische Regierung massakriert Zivilisten, haben wir aufgedeckt, dass die ARD gefälschte Bilder eines Helikopterabschusses durch sogenannte Separatisten gesendet hat. Das gezeigte Video stammte nachweislich aus Syrien und wurde mit dem Kommentar versehen: Das sollen Bilder sein. Diese eigenartige Formulierung, in der das Wort sollen anstatt sind verwendet wird, legt den Verdacht nahe, dass die Zuschauer sogar vorsätzlich getäuscht werden sollen. Weil man um die Fälschung weiß, öffnet man sich schon vorab die Hintertür, falls der Schwindel aufgedeckt werden sollte. So ist es auch im Fall des Helikopterabschusses in der Ukraine geschehen. Die ARD konnte sich nach Aufdeckung des Betrugs höflich auf ihrer Internetseite entschuldigen. Der Täter konnte sich galant als Opfer darstellen. Ein Widerruf in der Sendung, wie es angemessen gewesen wäre, erfolgte nicht. Das eigentliche Ziel wurde so trotzdem erreicht. Durch entsprechende Bilder das Feindbild von gewalttätigen russischen Terroristen in die Köpfe der Zuschauer zu indoktrinieren. Dass dies kein Einzelfall im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist, beweist ein Bericht des ZDF aus Syrien. Dort wurden Bilder mit brutalen Misshandlungen durch Soldaten gezeigt, die dem syrischen Präsidenten Assad zur Last gelegt wurden. Tatsächlich stammte das Video zweifelsfrei aus dem Irak, welches schon Jahre zuvor im Internet veröffentlicht wurde. Auch in diesem Fall wurde die Fälschung durch den Reporter in sonderbarer Weise folgendermaßen kommentiert: Dies sind Bilder, die Oppositionelle unter Einsatz ihres Lebens aus Syrien herausgeschmuggelt haben. Die genaue Herkunft ist uns nicht bekannt. Wie ist es möglich, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender ein Video ausstrahlt, dessen Herkunft nicht bekannt ist? Diese zweideutige Äußerung wirkt wie ein kalkulierter Schachzug, um sich rechtzeitig den Fluchtweg zu ebnen, falls die Täuschung aufliegen sollte. Die beabsichtigte Botschaft, dass Präsident Assad ein brutaler Diktator ist, wurde den Zuschauern jedoch wieder einmal mit Nachdruck erfolgreich eingehämmert. Aus filmrechtlichen Gründen können wir hier die Beweisquelle nicht zeigen. Wir empfehlen Ihnen folgende zwei kurze Filmclips, die den Betrug unzweifelhaft dokumentieren.
Diese zwei Beispiele zeigen in eindrucksvoller Weise auf, mit welchen Raffinessen der Täuschung die Massenmedien arbeiten. Wer mag hier noch an eine Verkettung von Zufällen glauben? Vielmehr kommt der mündige Bürger kaum noch um die Schlussfolgerung umhin, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen hier gezielt juristische Tricks anwendet, um die vorsätzliche und wissentliche Täuschung der Zuschauer durch Formulierungen in der Möglichkeitsform rechtlich abzusichern. Dass die betrogenen Bürger obendrein diese Machenschaften durch eine Gebührenzwangsabgabe selbst finanzieren müssen, zeigt die Rücksichtslosigkeit dieses Betrugs in schockierender Weise auf. Beobachten Sie solche besorgniserregenden Entwicklungen sorgfältig und prüfen Sie umso genauer, wenn Ihnen Nachrichten im Konjunktiv, also in der Möglichkeitsform, vermittelt werden. Gerne können Sie eine Klage bei uns einreichen, wenn Ihnen weitere, ähnlich gelagerte Fälle bekannt sind. Immer wieder bitten wir Sie um die Weiterverbreitung unserer Sendungen. Auf welchem anderen Weg als durch Ihre Mithilfe sollen unsere ahnungslosen Mitmenschen von solchen offensichtlichen Fälschungen erfahren? Nutzen Sie doch gleich den heutigen Abend für die Weiterverbreitung dieser Sendung. Unsere betrogenen Mitbürger werden es Ihnen danken. Guten Abend. الله أكبر الله أكبر طلبوا طلبوا إعلامية الله أكبر Im Osten der Ukraine haben pro-russische Separatisten einen Hubschrauber des Militärs abgeschossen. Nach Angaben der Regierung in Kiew wurden bei dem Angriff in der Nähe von Slawiansk 14 Soldaten getötet. In der Region um die Stadt, die als pro-russische Hochburg gilt, werden offenbar auch die seit Montag vermissten OSZE-Beobachter festgehalten. Das sollen Bilder sein, die einen heute von Separatisten abgeschossenen Militärhubschrauber zeigen. Abgestürzt in Slawiansk, einer Hochburg der Separatisten. 12 Soldaten, darunter ein General, kamen dabei ums Leben. Die Separatisten haben am Morgen einen Militärhubschrauber abgeschossen. Bernhard Lichte berichtet. Triumphierend stellen die Separatisten ihren Erfolg ins Netz. Der Hubschrauber der ukrainischen Armee getroffen von einer mobilen Bodenluftrakete. 14 Soldaten sterben, darunter ein General. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.